never answered a no, man, I still go. Go, 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 go. So, herzlich willkommen zu den Highlights vom Eligella Bro Cup. Wir haben teilgenommen und zwar sind wir natürlich auf den Bro getroffen. Auf wen seht ihr jetzt hier im Video? Und natürlich haben wir noch die Reward von der Weekend League Quali davor für euch dabei. Deshalb checkt es ab, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und natürlich verfolgt uns Team gerne auch auf Twitch, auf Insta und auf TikTok. Links in der Beschreibung. Also ab jetzt rein in das Video. Und wir haben jetzt noch die Reward von Division Rivals aus der Division 5 ab. Würde ich sagen, rein da. Wir haben alles Trade mitgenommen. Aber das ist nicht dabei gewesen, oder? Das 83 Plus Pack? Nee, das habe ich gemacht. Okay. Oh. Kein Feuerwerk. Oh. Jimenez. 135, okay. Ey, du hast schon eine PS5, ich check's immer schon. Ja, gerade eine, ja. Ja. Spanien. Also, das ist so ein Quatsch, wenn ich schon Spanien sehe. Aber gut, den halten wir mal auf dem Transfermarkt. 84er, 83er. Okay. So, Untrade 83 Plus Spieler. Lampen. Ein Klassiker. So, Turbo Premium Goldspieler Pay. 7 Seltene sind da drin. Walkout! Walkout. Deutschland, der Manu. Der Marc. Der Ter Stegen. Egal, ein Walkout ist gut. Jo. Vor allen Dingen, er wird auch schon ein paar Coins bringt er. Ne? Oh. Ja. Mach UV. Jota Sieg gegen den Lautschmuck. Das war der letzte Jahr gegen den Lautschmuck. Mekinato gegen Milan Plevi, ja. Guck mal da. Könnte verrückt sein. Muss ich dir einmal. Gegen Patrick. Patrick, gegen Po. Neues Elan gegen Deutschland. Erstes Spiel. Eligella Cup. Schauen wir mal rein, was so geht. Eigentlich Giebel. Einmal nach Giebelstadt bitte. Und da findet den Giebel statt. Machen wir die Pflanze vielleicht. Ja. Aber die Flanke bringen, das ist wichtig. Ja, 40, 81, 26, 28. Ja, gut. Gut. Gut, 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 Chat. Stark, stark. Komm, ein bisschen raus, gut. 7. Wechsel vielleicht. Mann! Ja, das sind weiß. Thank you.
Yoshi, hau dich rein. Yoshi, hau dich rein oder Yoshi, ich hau dir eine rein. Was machst du nochmal so spannend? Also aktuell noch bei Bochum, vielleicht ist morgen die Kündigung da. Oder wir kriegen ein Vertragsangebot. Bei uns kommt Vertrag. Also da ist FIFA 22, 21. in Europa geworden. Was? Und Was? FIFA 22, 21. in Europa und auf der PS5 ist er Vize-Deutscher Meister. Steht hier. Hat er in seiner Bio drin. FIFA 22, 21. Europa. FIFA 22, PS5. Vize-Champion Deutschland. Machen wir. Also, geh mal rein. Nach dem Spiel wieder E-Papier, so, das war nicht in der Wiegen. Der Dreher, von da, ja, cool. Ja, okay. Geht, ja. Geht. Fehlt halt so ein Haaner Holland, drin. Ja. Ein Hulic steht da drin. Oh ja, cool. Ja. Und Janek schenkt sich das Tor wieder selber ein, weil er auf einmal. Das ist so interessant. Ja, ich hab doch deine Spieler gewechselt. Ja, aber du nimmst den Innenverteidiger komplett raus. Oder? Weil ich den anlaufen muss. Ja, aber dann machst du auch mit dem Sechsten. So einen Ball kriegen? Ja. Ja, dann ist er außer auf dem 16 und freut gar nicht. Dann schaut er zu gering von der Hand vielleicht hin. Stark. Eine Beneflanke. Oh, da guckst du gar nicht drauf, ehrlich. Da hat er mit Hunde den Ball, drückt L1. Ich passe mal nach außen, eine andere Station dazwischen drin. Flanke, der kommt da aus dem zweiten. Macht halt stark. Aber er schickt den einen Stürmer, spielt den anderen an und dann direkt L1 Dreieck drüber, ne? Das hat er als anders. Ja, aber das meine ich ja. Das ist immer so. Das ist dann halt, weißt du, das Problem ist, dass man dann halt 0,0 reinkommt. Sechs, zwei klingt besser. Ja, aber für mich voll schlagbar, theoretisch. GG. Ja, weil ich finde, du warst. Ich weiß nicht, wie du es jetzt beurteilen würdest, aber in der zweiten Halbzeit entweder du hast lockerer gemacht, ich weiß es nicht, aber ich finde, du warst schlagbar.